Herzensmenschen. Danke, dass ihr heute alle da seid. Da seid und vor allem, dass ihr die letzten 9 Monate für meine Freiheit auf die Straße gegangen seid. Ich bin gesegnet, dass das Universum mir meinen Freund und Rechtsanwalt Ralf Ludwig zur Seite gestellt hat, der unermüdlich mit mir und Schriftsätzen an der Aufarbeitung der Fotos gearbeitet hat. Für dein Sein, deine liebevolle Art und deine Ausdauer. Mit meiner Verhaftung haben sie sich ein Eigentor geschossen. Ein großes. Die Bewegung ist jetzt noch dezentraler geworden. Neue Orga-Teams haben sich gebildet. Und ich bin ganz beeindruckt, was das Mahnwachen-Team auf die Beine gestellt hat und über das, was ich alles erfahren durfte, von euch, wie ihr in die Eigenverantwortung geht. Und deshalb vielen lieben Dank an das Mahnwachen-Team und natürlich auch an alle Teams, die hier Demos vor der JVA organisiert haben. Das ist einfach großartig. Brief geschrieben, ich habe das Gespräch mit Gott gelesen, das Buch hat mir jemand geschenkt, vielen Dank. Der wahre Anführer ist nicht der mit den meisten Anhängern, sondern jener, der die meisten Anführer hervorbringt. Jawohl. Und ich wollte ja nie ganz vorne stehen und ich habe immer wieder versucht, mehr in den Hintergrund zu gelangen, aber das hat irgendwie nicht geklappt. In vielen Briefen habt ihr mir geschrieben, dass ich euch durch 2020 getragen habe und jetzt habt ihr mich durch diese Zeit getragen. Und dafür danke ich euch von Herzen. Und es war von Anfang an eine Symbiose. Wir tragen uns gegenseitig, weil wir eine Familie sind, eine Menschheitsfamilie. Mein Leben ist spannender und ereignisreicher als jeder Film. Ich brauche deshalb weder Kino noch Fernsehen. Und deshalb kann ich auch sagen, der eine oder andere glaubt es vielleicht nicht, aber die Erfahrung im Gefängnis war sehr wertvoll und ich hätte mir viele Dinge, die mir passiert sind, in Deutschland nicht vorstellen können. Und hättet ihr es zum Beispiel für möglich gehalten, dass in einem Gerichtsprozess in Deutschland Aussagen, Zeugenaussagen nicht dokumentiert werden? Ja, das ist tatsächlich so, und zwar bei Strafgerichtsprozessen. Und damit ist Willkür Tür geöffnet. Und das, was ich erlebt habe, wenn ich in Gesprächen mit anderen Gefangenen war, belegt es leider. Und in der Haftphase lassen die Gerichte erst gar keine Zeugen zu. Und das habe ich ja auch leidvoll erfahren müssen bei meiner Haftprüfung am 29.01.2022, wo mein Steuerberater 6 Stunden vor der Tür warten musste. Und was ich euch aber sagen kann, eure Demos vor der JVA, die haben gewirkt. Und zwar nicht nur für mich, sondern für alle Gefangenen. Und ich weiß auch, dass der eine oder andere von der Zelle jetzt so untergebracht ist, dass er nicht hören kann. Ich sage schöne Grüße in die JVA und wir kommen ja gleich noch rum und dann hört ihr noch mehr von uns. Und es ging dann auch so weit, dass kurz vor meiner Entlassung, vor den Tagen, wenn ich auf dem Hof war, dass andere aus dem Fenster gerufen haben: Freiheit für Michael! Früh von der Gefangenenvertretung angesprochen, ob ich nicht eine Petition ins Leben rufen könne, die die Haftbedingungen unter Corona in der JVA thematisiert.
Und ich habe versprochen, dass ich mich darum kümmere. Und ich habe noch im Gefängnis damit angefangen, die Petition zu schreiben. Und seit gestern ist die Petition online. Und ich möchte euch alle bitten, sie zu unterstützen und zu unterzeichnen. querdenken-711.de gibt es eine Kurzinformation in 11 Sprachen, die ihr herunterladen könnt und an Gefangene in der JVA bzw. an deren Angehörige schicken könnt. Und ich bitte euch, das zu machen, weil ihr denen, die da drin sitzen, Mut macht, wenn sie davon erfahren, dass es jetzt eine Petition gibt, die sich auch um die Haftbedingungen kümmert. Dem Mahnwachen-Team abgestimmt, dass ich ein bisschen länger reden darf, nicht die 5 bis 7 Minuten. Von daher würde ich euch die Petition auch gerne vorlesen, weil natürlich jetzt auch die Gefangenen in der JVA hören, dass diese Petition kommt. Es geht eben um eine Kompensation für die Corona-Haftbedingungen und vor allem auch um eine Rückkehr zum Normalbetrieb in Haftanstalten. Seit dem 12.03.2020 befinden sich die Justizvollzugsanstalten in Deutschland im Corona-Modus, der mit erheblichen Einschränkungen für unschuldige Untersuchungsgefangene und verurteilte Strafgefangene einhergeht. Im Folgenden beschreibe ich die Situation in der JVA Stuttgart. Und vor allem ist wichtig, eine Rückkehr zum Normalbetrieb mit allen Möglichkeiten vor Corona ist bis heute nicht erfolgt und auch nicht absehbar. Deshalb fordern wir mit dieser Petition erstens eine Rückkehr zum Normalbetrieb und Wiederherstellung aller sozialen Möglichkeiten wie vor Corona, und zwar mindestens. Und zweitens einen Ausgleich für die erschwerten Haftbedingungen aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Maßnahmen. Was viele nicht wissen: Obwohl die Insassen bei einer Untersuchungshaft unschuldig, nicht angeklagt oder verurteilt sind, gelten in der Untersuchungshaft generell strengere Bedingungen als bei verurteilten Insassen in Strafhaft. Dies gilt insbesondere in Bezug auf die Möglichkeiten, soziale Bindungen zur Familie durch Telefonate und Besuche aufrechtzuerhalten. Mit den Corona-Maßnahmen wurden seit dem 12.03.2020 alle Angebote für soziale Kontakte eingestellt, und die Gefangenen befinden sich so ununterbrochen im Haftraum. Und zwar Montag bis Freitag täglich 21,5 Stunden und Samstag und Sonntag täglich 23 Stunden. Von Montag bis Sonntag besteht täglich die Möglichkeit für einen Hofgang von einer Stunde. An Wochentagen, Montag bis Freitag, gibt es zusätzlich 1,5 Stunden sogenannte Freizeit. Da kann man dann duschen, putzen, kochen, Telefonate mit Rechtsanwälten führen und für den Austausch mit anderen Gefangenen nutzen. Und erst seit dem 25.07.2022 besteht wieder zusätzlich die Möglichkeit für eine Stunde Sport pro Woche und man darf auch wieder 30 Minuten Gottesdienst in Anspruch nehmen. Familienbesuche waren bis dahin nur online per Skype möglich. Anwaltsbesuche mussten hinter einer Trennscheibe stattfinden und für Ungeimpfte gelten die Einschränkungen bis heute. Am 9.06.2021 fand eine große Impfaktion in der JVA Stuttgart-Stammheim statt. Es wurde den Geimpften versprochen, dass sie wieder persönliche Besuche, Sportangebote und Spielegruppen nutzen könnten und dass sich die Einschlusszeiten verringern würden. Viele Insassen haben sich impfen lassen, die sich sonst niemals dafür entschieden hätten. Von den versprochenen Freiheiten wurde keine einzige umgesetzt. Innerhalb der Quarantäne für Neuinsassen und Häftlinge mit positivem Test waren für 2 bis 6 Wochen unmenschliche Einschlusszeiten von 24 Stunden am Tag möglich. Also die erste Forderung ist die Rückkehr zum Normalbetrieb mit allen Möglichkeiten und Angeboten vor Corona. Das heißt, spätestens zum 1.07.2023 erfolgt die Wiederherstellung des Normalbetriebs mit allen sozialen Möglichkeiten, zum Beispiel Sportgruppen, Tischtennis, Volleyball, Fußball
Spielegruppen, Schach, Backgammon, Dart, Tischfußball, Lern- und Sprachgruppen, schulische Möglichkeiten, wöchentliche Gesprächsstunden, Musikgruppen, kirchliche Angebote, Sonderbesuche für Familien und eben auch persönliche Familienbesuche ohne jegliche Kontaktbeschränkungen. Also bis zum Schluss war es notwendig, dass eine FFP2-Maske von allen Besuchern und den Inhaftierten getragen wurde, musste, weil die JVA sich selbst als Krankenhaus eingestuft oder einstuft. Irrenhaus. Und die Forderung 2 ist eine Entschädigung für die erschwerten Haftbedingungen aufgrund der Corona-Maßnahmen. Bis heute sind unschuldige, nicht verurteilte Menschen bis zu 23 Stunden pro Tag im Haftraum eingesperrt. Auch für Menschen in Strafhaft gelten erschwerte Bedingungen, wobei die Einschlusszeiten durch die Pflicht zur Arbeit kürzer sind. Bisher wurde die Berücksichtigung der erschwerten Haftbedingungen im Rahmen der Einschränkungen der Rechte durch die Corona-Verordnungen durch den Gesetzgeber versäumt. Andere europäische Länder berücksichtigen eine Untersuchungshaft während der Pandemie durch eine Faktoranrechnung. Das heißt, bei einem Faktor 1 zu 2 erzählt ein Tag in Untersuchungshaft, also 2 Tage verbüßte Strafhaft oder bei Unschuld zu entschädigender Haft. Deshalb fordern wir eine entsprechende Faktorkompensation mit einem Faktor 3,0 für die erschwerte Zeit am Anfang und für einen Faktor 2,5 ab dem 25.07.2021. Das ist hier zu einfach. Bitte unterzeichnet die Petition, teilt sie auch in den sozialen Medien. Wenn ihr Strafrechtsanwälte kennt, schickt die bitte euren Strafrechtlern, dass sie einfach informiert sind und sie das ihren Inhaftierten auch mitgeben können, dass sie wissen, dass daran gearbeitet wird. Vielen lieben Dank dafür. Und der zweite Punkt, der mir wichtig ist, es gibt viele andere, die das gleiche Schicksal ereilt hat, wie mich, wie ich, die aber nicht die Bekanntheit und Reichweite weiter haben. Und deshalb möchte ich euch bitten, also es gibt ab heute auch auf der Webseite querdenk711 eine Liste von anderen Inhaftierten. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr die genauso gut unterstützt wie mich. Wie könnt ihr unterstützen? Schreibt Briefe. Legt bitte bei den Briefmarken auch eine Briefmarke für die Antwort bei. Und vor allem, worüber ich mich sehr gefreut habe, schreibt eben Artikel oder schickt Artikel aus den sozialen Medien zum Beispiel, schickt Berichte von den Demonstrationen, wenn ihr welche macht, schickt Bücher über die zugelassenen Buchhandlungen. Die Infos dazu findet ihr auf der Webseite der jeweiligen JVA. Und natürlich organisiert auch eine Demo vor der JVA und schickt dann die Bilder und Infos eben darüber per Post an den oder die Betroffenen. Darüber würde ich mich sehr freuen, weil das ist das, was mich durch die Zeit getragen hat. Da möchte ich auch allen, die mir geschrieben haben, nochmal ganz herzlich danken. Ich habe, glaube ich, 8000 Briefe bekommen. Ich habe es geschafft, jede Woche so 40 bis 50 zu beantworten. Am Ende war ich dann 3 Monate im Rückstand. Hab dann irgendwann kapituliert, ihr habt ja auch gemerkt, meine Briefe sind immer länger geworden als meine öffentlichen Briefe, die ich auf der Webseite querdenken711 veröffentlicht habe. Und ja, wie geht's weiter? Ihr seht, ich lasse mich nicht einschüchtern. Und ein Anwalt, den ich sehr schätze, und ihr könnt euch wahrscheinlich denken, wer das ist, hat zu mir gesagt: Michael, Sie werden es bereuen, dass Sie dich so lange eingesperrt haben und dir so viel Zeit zum Nachdenken gegeben haben. Und so habe ich erstens ein Buch über die Demos 2020 und Querdenken geschrieben und ich hoffe, es wird demnächst veröffentlicht. Das heißt Querdenken 2023 bis 2030. Wir sind eine außerparlamentarische Bewegung und wir bleiben eine außerparlamentarische Bewegung.
Sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst für diese Welt. Und diese Veränderung waren wir zuerst im Innern und dann im Außen. Und daraus entstanden ist die Serie, die ich genannt habe, Wir sind das System, die ich als drei Briefe auf der Webseite von Querdenken 7.11 veröffentlicht habe. Und mit folgender Essenz: Solange wir das System nutzen, sind wir Teil des Systems, sind wir im System und nichts wird sie ändern. Weil mit unserer Energie erschaffen wir es jeden Tag neu. Und wenn wir uns verändern, ändern wir das System und insbesondere das System Politik. Sie brechen regelmäßig ihre Wahlversprechen und machen genau das Gegenteil von dem, was sie versprochen haben. Sie bezeichnen uns als Demokratiefeinde und lassen uns vom Verfassungsschutz beobachten. Sie schenken die Meinungsfreiheit und unsere Grundrechte ein. Und trotzdem arbeiten wir weiter und wir finanzieren mit unseren Steuern das System, das uns bekämpft. Da muss sich jeder von uns fragen, leiden wir am Stockholm-Syndrom? Wir arbeiten jeden Tag mit dem System Geld. Das Geldsystem ist ein Machtmittel, mit dem Reiche Arme zur Arbeit zwingen. Es macht Arme noch ärmer und Reiche noch reicher. Das Geldsystem ist zutiefst ungerecht und Grundlage für soziale Verwerfungen und Kriege. Das Zinseszinssystem ist exponentiell, toxisch und zerstörerisch. Und wer die Kontrolle über das Geld hat, kontrolliert die Demokratie. Und trotzdem nutzen wir es weiter. Da muss sich jeder fragen, sind wir Masochisten? Warum nutzen wir ein Geldsystem, das diese Auswirkungen hat? Und warum überlegen wir uns nicht, welche Alternativen es gibt? Welt besser macht, das müssen wir schon selber machen. Das dritte System ist nämlich das System Digitalkonzerne. Sie überwachen uns, sie zensieren uns, sie verkaufen unsere Daten und machen damit riesige Umsätze. Ihre Lobbyisten beeinflussen die Politik. Sie arbeiten mit den Regierungen zusammen, um die Meinungshoheit zu gewinnen und manipulieren uns. Trotzdem nutzen wir sie weiter. Ist das Ignoranz? Und da gibt es das Projekt Freiheitshandy, also es gibt ein Google- und Apple-freies Handy, hatte ich ja noch vor meiner Inhaftierung vorgestellt, läuft unter digitaler Aktivist. Und das ist einfach nochmal die Erinnerung. Also es gibt viele Systeme, in denen wir uns tagtäglich bewegen. Wir können jeden Tag entscheiden, wem gebe ich meinen Euro aus? Gebe ich den Großkonzernen oder gebe ich den Bauern um die Ecke? Wir können uns mit all diesen Systemen beschäftigen. Joseph Beuys, ich habe das Zitat leider nicht wortwörtlich da, aber das sinngemäß schon gesagt vor langer Zeit. Entweder wir bauen die Welt, die wir haben wollen, uns selbst, oder wir müssen die nehmen, die für uns gebaut wird. Und die uns für uns gebaut wird, wollen wir nicht haben, also müssen wir unsere eigene Welt selber bauen. Und viele von euch sind im Widerstand. Ich bin nicht im Widerstand, sondern ich freue mich, diese Zeit erleben zu können und sie mitzugestalten, gemeinsam mit euch. Weil wenn wir begreifen, dass das Leben eine Reise durch unsere Lebenszeit ist, wenn wir Freude an der Reise haben, anstatt krampfhaft zu versuchen anzukommen, dann können wir jederzeit glücklich sein. Und ich konnte sogar in meiner kleinen Zelle glücklich sein. Nein, ich bin nicht im Widerstand, sondern ich arbeite dann mit euch an unserem eigenen Great Reset. Wir bauen uns die Welt, wie sie uns gefällt, und das ist großartig. Ich umarme euch mit meinem Herzen. Danke, dass es euch gibt. Danke, dass ihr da seid.